Die spanische Polizei hat in Melilla an der spanischen Grenze zu Marokko 4 Flüchtlinge entdeckt, die in Fahrzeugen versteckt nach Europa geschmuggelt werden sollten. 2 Männer waren jeweils im Armaturenbrett hinter dem Handschuhfach eingezwängt. Ein 15-jähriges Mädchen hatte sich hinter der Rückbank versteckt. Ein 20-Jähriger wurde im Boden eines LKWs gefunden und lief Gefahr, zwischen die Achsen zu geraten. Die Polizei bezeichnete die Bedingungen, unter denen die chinesischen Migranten in die Fahrzeuge gepfercht wurden, als schrecklich und unmenschlich. 2 der Flüchtlinge mussten medizinisch versorgt werden, da sie unter Erstickung und Orientierungslosigkeit litten. 3 der marokkanischen Fahrer wurden verhaftet. Sie sollen wegen Verbrechen gegen die Rechte ausländischer Bürger vor Gericht gestellt werden.